Seit dem Mauerbau ist der Bahnhof Friedrichstraße gleichermaßen Endpunkt im Westnetz wie im Ostnetz. Getrennt durch eine Stahlwand blieb dieser Zustand fast 29 Jahre unverändert. Westler konnten hier sozusagen exterritorial zur U-Bahn-Linie 6 oder zur Nord-Süd-Bahn umsteigen. Wer im Besitz gültiger Reisedokumente war, durfte in die Hauptstadt einreisen. Jeder, der schon einmal hier gestanden hat, weiß, was das für ein mieses Gefühl war. Wer nicht einreisen oder umsteigen wollte, machte am Intershop sein Schnäppchen. Am Bahnsteig C kehrten 6 östliche Zuggruppen mit für junge Westberliner fast unbekannten Zielen. Friedrichshagen, wo liegt denn das? Mit der geplanten Währungsunion entschlossen sich die Verantwortlichen, diesen Zustand nun endgültig abzustellen. Es begannen die Bauarbeiten zur Wiederverbindung der Stadtbahn. In nur einem Monat war die Verbindung wiederhergestellt. Während einer zweitägigen Betriebspause wurde die letzte Lücke geschlossen. Am 2. Juli gegen 2.30 Uhr befuhr ein Leerpark zum Stromschienenschleifen das neue Gleis. Minuten später erreichte der erste Leerpark der BVG den Bahnhof Friedrichstraße. In der Gegenrichtung ein Reichsbahner auf dem Weg nach Westen. Um 3.49 Uhr war es dann endlich soweit. Der erste Fahrgastzug von Ost nach West machte sich auf den Weg nach Charlottenburg. In der Gegenrichtung musste noch ein weiterer Leerpark abgewartet werden. Danach traf der erste Fahrgastzug von West nach Ost ein.
Mit S-Bahn-Fans besetzt, machte sich der erste BVGer auf den Weg nach Königs Wusterhausen. Nach 29 Jahren rollen nun wieder S-Bahnen über die bedeutungslos gewordene Grenze. Noch in den Morgenstunden pendelte sich der Fahrplan ein. So mancher Fahrgast traute seinen Augen nicht. Seit wann fährt denn meine S-Bahn nach Schönefeld? Nicht ganz so früh wie wir war die Prominenz aufgestanden. Kurz nach 6 Uhr fuhr ein festlich geschmückter Zug in den Bahnhof Friedrichstraße ein. Um 6.11 Uhr gab BVG-Direktor Lorenzen den Abfahrauftrag. Zehn Minuten später schickte der damalige Reichsbahnpräsident Möller den Gegenzug nach Wannsee auf die Reise. Im Einsatz der damals letzte DR-Zug in alter Lackierung.